du nicht auch, dass er total schnuckelig ist? Hm? Ich habe Gedanken, man könnte einen Brasilianer zu heiraten. Ja, und selbst Brasilianerin zu werden. Also das einfach so einen Abgrund zu überwinden. 9000 Kilometer. Ja, die Sprache, die kann ich ja auch nicht. Geh zu den Berlitz. Meinst du denn, dass sie Portugiesisch unterrichten? Das spricht doch kein Mensch. Nein, meine einzige Chance ist es, José dazu zu bringen, hier zu bleiben. Ich muss einfach wahnsinnig verliebt sein. Du hast uns doch auch zusammen gesehen. Findest du nicht auch, dass ich wahnsinnig verliebt bin? Weißt er? Dich wett. Ach so. Nein, ist das denn wichtig? Aber er lacht. Das ist doch schon mal die richtige Einstellung. Ich mag gern Männer, die ja mal die komische Seite sehen. Die meisten bestehen ja dann doch nur aus Ächzen und Keuchen. Ja, da könntest du recht haben. Also, er weiß nicht, er lacht. Was sonst noch? Ich hab dich was gefragt. Ja, ich hab's gehört. Und es ist ja auch nicht so, dass ich es dir nicht sagen möchte, aber... Aber es fällt mir halt schwer, mich daran zu erinnern. Also, ich reite halt nicht so auf diesen Dingen herum. Also, nicht so wie du. Weißt du, sie gehen mir wieder aus dem Kopf wie... Naja, wie ein Traum, den man nach dem Aufwachen wieder vergisst. Und ich denke auch, dass das ganz normal ist. Ja, das mag vielleicht normal sein, Süße. Aber ich bin ja halt mehr natürlich als normal. Pass auf. Wenn du dich nicht daran erinnerst, dann lass doch mal dabei das Licht. Nee. Also ich bin da eher konventionell, glaube ich. Quatsch. Hör auf. Was ist denn falsch daran, sich den Mann, mit dem man im Bett liegt, mal gründlich anzuschauen? Männer sind schön. Die meisten jedenfalls. Und José bestimmt. Und wenn du ihn noch nicht mal richtig angucken magst, dann kriegt er nur einen kalten Teller Nudeln von dir. Ach, red leiser, ja? Du kommst unmöglich in den Verliebt sein. Antwortet das deine Frage? Nein, weil ich kein Teller voll kalter Nudeln bin. Ich bin ein warmherziger Mensch. Das liegt in meinem Charakter. Gut, du magst ja ein warmes Herz haben, aber weißt du, wenn ich ein Mann wäre, auf dem Weg ins Bett, da würde ich mir lieber eine Wärmflasche mitnehmen. Das ist halt greifbarer. Ja, also José hat sich noch nicht beklagt. Und außerdem bin ich in ihn verliebt. Ist dir eigentlich klar, dass ich in weniger als 3 Monaten 10 Paar karierte Wollsocken gestrickt habe? Hier wird es auch mal Winter werden. Ja, es regnet, das weiß ich. Hitze, Regen und Urwald. Hitze. Urwald. Das könnte mir gefallen. Ja, das ist eigentlich eher was für dich als für mich. Das ist eher was für mich.